Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, es ist wieder Heiligrocktag, 19.30 Uhr. Und wie immer, auch hier in unserem Wohnzimmer, das Kulturzelt, haben wir eingetauscht in ein kleines wohnliches Zimmer. Und dort begrüßen wir dann immer jeden Abend auch einen musikalischen Gast. Das Thema der Heiligrocktage ist: Du bist meine Zuversicht. Das bedeutet sehr viel. Zum einen, du, das kann der Partner sein, aber auch der Freund oder auch der liebe Gott oder sonst wer. Und Zuversicht ist immer etwas Positives und wir sind sehr zuversichtlich, dass auch die Konzerte super gut ankommen. Und heute freue ich mich besonders, einen Gast zu präsentieren, einen musikalischen Gast, den ich schon sehr lange kenne, mit dem ich auch sehr lange schon Musik mache und sehr schätze. Und ich erzähle einfach mal aus ihrer Pressemitteilung: Isabel Krohn präsentiert sich erstmals mit ihrem Soloprogramm unter dem Pseudonym Easy. Mit einem schönen Mix aus eigenen Songs sowie Cover von Hits vergangener Jahrzehnte. Bisher zeigte sich die Musikerin hauptsächlich als Violistin oder Fiddlerin in verschiedenen Formationen, wie zum Beispiel den Trierern Rambling Rovers. Mit Akustikgitarre und Gesang verwandelt sie nun Songs aus dem Rock-Pop-Genre in sanftere Singer-Songwriter-Versionen und schafft so ihren eigenen Sound. Und jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich viel, viel Spaß und applaudiert ganz heftig. Es ist ihr erster Solo-Auftritt und ja, was soll ich sagen? Hier kommt Easy Isabel Krohn. Getting on my nerves, man, you're driving me insane. Fighting every argument just to win the game. You're talking like you know it all, cause people like to be constantly reminded of their own stupidity. Tell me why do you need all this acknowledgement? Did the bullies get to you when you were innocent? Tell me why do you need all this acknowledgement right now? It's never easy to walk alone, but it doesn't help being an asshole. Why don't you get out of your comfort zone? For things to change, you need to move on. And no one but yourself can take the pain away. There are better days to come. Please move on. It's really none of your business what I do tonight. If I wanna be alone, then baby, that's alright. I think it's up to me how I'm gonna spend my time. I'm not getting any way, so please don't get in mine. Tell me why do you need all this acknowledgement? You're seeking people's recognition to be confident. Tell me why do you need all this acknowledgement right now? It's never easy to walk alone, but it doesn't help being an asshole. Why don't you get comfort zone? For things to change, you need to move on. And no one but yourself can take the pain away. There are better days to come. Please move on. Please move on. Please move on. Please move on. It's never change, you need to move on. No one but yourself can take the pain away. If you see the bright side of life, then things will be okay. I promise it gets better each and every day. You know there's better days to come. Please move on. Dankeschön. Ja, wunderschönen guten Abend auch von mir. Mein Name ist Isabel Krohn und heute spiele ich hier als Easy unter dem Pseudonym Easy.
Und dieser erste Song, den Sie gehört haben, ist mein erster Song, den ich veröffentlicht habe. Der heißt Move On. Und diese Songs veröffentliche ich unter dem Namen Easy. Ist auch mein Spitzname. Und Sie werden heute ein paar eigene Songs von mir hören, sowie auch ein paar Cover, die mich auf meinem musikalischen Weg begleitet haben. Und als zweiten Song würde ich direkt gerne ein Cover spielen. Und ich habe mir gedacht, mit dem Namen Easy wäre es vielleicht ganz schön, wenn ich mir einen Song raussuche, in dem dieses Wort auch vorkommt, weil es gibt ja so viele schöne Songs mit diesem, ja, mit dem Wort im Titel oder Ähnliches im Text. Und da habe ich mir ausgesucht Take It Easy von den Eagles. Und den würde ich jetzt gerne spielen. Take It Easy von den Eagles. Vielen lieben Dank. Ja, der nächste Song, den ich spiele, ist nochmal ein Song von mir. Und es ist tatsächlich der neueste Song. Den habe ich vor circa 2 Wochen erst veröffentlicht. Und in dem Song geht es um Freundschaft oder auch um Liebe, je nachdem, wie man den Song auslegt. Und es geht spezifisch um das Gefühl, das man hat, wenn es einem Menschen, der einem sehr nahe steht, gerade sehr schlecht geht und man würde alles tun, damit es dieser Person wieder besser geht. Und es geht auch darum, dass man gemeinsam viel mehr durchstehen kann als alleine. Und ich glaube, das sollten wir uns gerade in den jetzigen Zeiten vielleicht nochmal vor Augen führen. Deswegen spiele ich jetzt den Song Here We Go Again. Musik
things you said can't get you off my mind. Here we go again, another endless day. No way to do this on your own, so I will stay. Take me where you find peace of mind, and don't be scared of the answers you might find. Desolation always finds a way on lonely hearts to pray. Does it ever cross your mind? Racing every time I close my eyes. Is there a thought you spare for the people around who care? Cause if you let us in, we can bear a share. Oh, take me where you find peace of mind, and don't be scared. Ja, der nächste Song, den ich jetzt spiele, ist auch nochmal ein Cover. Und ich habe ja gesagt, Cover sind alle Songs, die mich irgendwie auf meinem musikalischen Weg begleitet haben. Und dieser nächste Song erinnert mich immer an die Anfänge meines Gitarrenlernens. Denn ich habe angefangen, Gitarre zu spielen in der Schulband. Und mit einer Freundin aus der Schulband habe ich diesen Song immer als Straßenmusik gespielt. Das war sozusagen unser Kassenschlager. Das ist Who Knew von Pink. Und ich habe mir gedacht, das Original ist ja ziemlich energetisch und es ist so ein Power-Song. Und ich habe gedacht, ich mache es einfach anders. Ich mache eine sehr, sehr ruhige Version draus, damit ich nicht mit dem Original konkurrieren muss. Und ja, das ist das, eine ruhige Version von Who Knew von Pink. You took my hand, you showed me how, you promised me to be around. Oh no, oh no. I took your words and I believe in everything you said to me. Remember when we were such fools?
convinced and just too cool. I wish I could touch you again. I wish I could still call you friend. I'd give anything. Dankeschön. So, jetzt möchte ich noch mal zwei eigene Stücke spielen. Und dieser nächste Song ist ja der einzige ruhige Song, den ich geschrieben habe. Dazu muss man sagen, die anderen Songs sind normalerweise alle in Rockband-Besetzung, also deutlich energetischer und rockiger. Und der hier ist auch im Original ziemlich ruhig. Und das ist auch der persönlichste Song, den ich geschrieben habe. Der bedeutet mir sehr viel und der heißt One More Apology. To see you in my dreams, keep wondering what it means. 'Cause you've been gone now for so long, and I should have moved on. And the times keep changing, some things remain the same. And I'm still waiting for you to take. Just don't work there.
Vielen Dank. So, wie eben angesprochen, sind meine Songs normalerweise an Rockbandbesetzung und so auch der folgende Song. Und das ist normalerweise der rockigste Song. Und im Zuge der Heilig-Rock-Tage Trier habe ich meine ganzen Songs erstmals akustisch gespielt und gemerkt, dass der Song ja eigentlich auch ganz schön ist in einer ruhigeren Variante. Und ich glaube, den werde ich jetzt auch öfter so spielen. In dem Song geht es um innere Kämpfe und um so innere Dämonen und wie man die wieder los wird. Welcome to the downfall. Close the curtains, cause it's this time of year again. We're alone, you don't have to pretend that everything is fine and you're okay. I know you're wishing for a better day. Close the door, cause it's the time of year again. You better run, you better, you better. How much better it has been. Tried your best to keep it up from creeping in. You're slowly rising from the dead. Is it real or is it inside your head? Either way, you realize that you can't win. You better run, you better, you better. Run, run for your life. I know something's chasing you. Jetzt ein E-Gitarren-Solo leider vorstellen. Kommen wir leider auch schon langsam zum Ende. Was heißt langsam? Also es ist schon der letzte Song und das ist nochmal ein Cover. Und auch der Song bedeutet mir sehr, sehr viel, denn das war der erste Song, den ich auf einer Bühne gesungen habe. Ich mache das noch nicht so lange mit dem Singen. Ich habe erst letztes Jahr angefangen, als ich meine eigenen Songs dann geschrieben habe. Und ja, das war der erste Song und das ist ein Lied, das für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen ausgelutscht ist, aber ich mag den Song sehr und der heißt Don't Look Back in Anger von Oasis. Slip inside the eye of your mind. Don't you know?
know you might find a better place to play. You say that you'll never be, but all the things that you've seen will slowly fade away. So I start a revolution from my bed. Set the brains ahead onto my head. Step outside, cause summertime's in bloom. Stand up beside the fireplace and take the look from off your face. Cause you ain't ever gonna burn my heart out. And so start a revolution in my bed. Cause you set the brains ahead onto my head, yeah. Step outside, cause summertime's in bloom. Stand up beside the fireplace and take the light from off your face. Cause you ain't ever gonna burn my heart out. So Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on a bike. Our soul slides away. But don't look back in anger, I heard you say. Vielen Dank. Mein Name ist Isi und das war mein halbe Stunde Konzert im Zuge der Heiligrocktage Trier. Vielen Dank. Wunderbar. Danke, Isi. Tolles Konzert. Und ich denke mal, Ihnen hat es auch gefallen. Es war ja das erste Mal und ich muss sagen, professionell, einfach wunderschön, tolle Songs, tolle eigene Songs und tolle Interpretationen. Ich denke mal, man wird viel, viel mehr von ihr hören. Und ja, ich freue mich, ich danke euch allen, dass ihr heute zugeschaut habt und zugehört habt. Wir sehen uns morgen wieder und ich denke mal, morgen spielt Uwe Heil mit Michael Thielen. Also nicht vergessen, 19.30 Uhr morgen, Uwe Heil und Michael Thielen. Danke euch, bis bald, ciao.